Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier der Karte von Thüringen. Ich werde jetzt die Feldnummer oder Wiese Nummer 62 mähen oder mähen lassen, Cosplay. Da wir nur Anschluss nicht gleich Ballen pressen können. Aber werden wir schauen. So, Kursgenerierung ist ja relativ klein. Ein Fahrwerk müsste reichen normalerweise, weil er größer das Feld ist. Wir versuchen mal zwei. Könnte schief gehen. Das sieht gut aus. Breite. Das machen wir auf 0. Also Strich, nicht 0. Nicht aktiviert, kann man sagen. Ne? Wahrscheinlich mal an Verband gearbeitet, dadurch kommt das. Den machen wir auch 0. So. Das ist 13 Meter, ja, das passt. Ja. Und hier will man ganz kurz was neu berechnen, oder? Fährt rückwärts ran, geht auch. Das müssen wir doch speichern wegen Logik. Aber sieht irgendwie komisch aus. Das Gras sieht grün aus, ne? So giftgrün, ne? Bin ich gespannt, ob das hier wieder so ist wie letztes Mal, dass es hier irgendwo auf dem Haufen schmeißt, ne? Also nicht zu sehen ist das Gras und später ein Riesenberg. Aber hier die Ballen wegrollen, bestimmt rollen die hier weg. Aber das funktioniert schon mal. Hier ist Gras zu sehen. Gut, dann schreiben wir einen Kurs. Und zwar Wiese 62. Krone 13,5 Meter sind es, glaube ich. Speichern. Das brauchen wir nämlich nachher zum. Da sieht grün aus, ne? Richtig grün. Ja, der Profi ist angekommen, alles gut. Wir mähen hier Gras. Gut. Irgendwo gelesen Blocking. Wo war das gewesen? Der ist angekommen. Dann machen wir den mal fertig, ne? So. Das gleiche in grün ist das gleiche wie jetzt Düngen. Und zwar Kursgenerierung, Feld 10. Vorgewände machen wir ruhig 2, dass es bei den Wänden keine Probleme macht. Hier machen wir, auf, ja, können wir so lassen. Ein Fahrzeug. Weich. Beginnen wir erst innen drinnen, da geht der Außenschwierigkeiten. Weil da macht er mehr Schwierigkeiten, wenn er mit einem guten Stück gegen den Baum geht, ne? Ersten Wegpunkt. Ja. Feld 10 und Kraut Bekämpfung. Bis zum 30 Meter. Speichern. Hier macht er leider nur 12 km/h, aber das muss man reichen, ne? Der Unkraut, das wird noch kommen. Also wenn schon ein bisschen gewachsen ist,
Aktuell sehe ich nichts, aber das kommt und dann ist es erledigt. Jetzt kommt das sowieso runter irgendwann. Wo ist der Blocking? Wo ist der Blocking? Den Takt immer noch zurückholen. Da. Noch ein bisschen Platz. Wir machen mit einem Fahrzeugbekämpfung. Wir müssen eigentlich zwei nehmen normalerweise. Ja, wir nehmen zwei. C. Dann werden wir den umrüsten auf Pflegebereifung und dann kann der unterstützen. Das wird sowieso nicht reichen. Die müssen so Big M durchdrehende Reifen. Big M durchdrehende Reifen, warum? Gut. Ist er nicht gut? Hier müssen wir was tun. Und zwar klingt verrückt. Das werden wir gleich mal bearbeiten. Und zwar das ist mal gleich F1. Hat sie jetzt planieren. Absenken. Verschieben, absenken, nicht. Weil das löscht zwar ein bisschen, aber das ist dem auch egal. Nächstes Mal gibt es wieder Probleme. Ich hätte hier nicht bauen sollen. Müsste alle beim nächsten Mal klarkommen, ne? Junge. Ja, hier ist noch nicht optimal, da muss man mal gucken, dass das hier ein bisschen korrigieren. Das ist ja dann ungünstig, ne? Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht dran gedacht, dass wir hier was ändern müssen. Wir löschen jetzt zwar ein bisschen, aber das ist in dem Augenblick, ist aber nicht egal, aber wir müssen das ja jetzt eh tun, sonst haben wir ein Problem, ne? In Anführungszeichen. Und hier angleichen gleich. Wie gesagt, löschen ist jetzt nicht schön, aber das wird mit leben. So, dann können wir gleich mal Gras zeichnen. ändert ein paar C. Das war jetzt ändern rund und eckig. X. Bodentyp. Verschieben, auftragen. Radius ändern. C. Jetzt war das. Bodentyp, Tab. So, ein bisschen Gras nachgesät und kann dann wieder mal die nächste Runde mitnehmen nachher, ne? Sonst ist ja nachher wieder nichts zu da.
Und extra aussehen will ich auch nichts. Wahrscheinlich werde ich hier sowieso nachher was anderes machen. Das hängt die Hütte in der Luft. So. Ist aber nicht perfekt. Das Fundament untergraben. Ah. Der Rasen hängt auch in der Luft. Ah, passt eh. Gut. Der Düngerstreuer ist fertig. Unkrautbekämpfung. Das klappt, ne? Das sieht gut aus. Feld 60. Das sieht auch gut aus. Ich werde mal jetzt mal unseren Polen LKW mit unserem Pflanzenschutzmittel, dass wir bei Gelegenheit das mal so einstellen können und auch mal einfahren, dass er sich alleine abholt. Ne? Das ist ja ganz wichtig bei der vielen Arbeit, die ich nur habe hier, mehr oder weniger, dass es von alleine gehen würde. Und da ist der optimale Punkt der Original Lager für Flüssigkeitsdünger, ne? Und für unseren Pflanzenschutzmittel. Wir düngen wir durch jetzt mal soweit. Das andere muss halt wieder mal keimen. Ne? Unser Mais muss mal keimen. Wo ein bisschen kalt ist, sollte er bei 6 Grad sein, aber gut, ich sag mal bei 2 Grad. Hier ist ja nicht so, dass sie morgen wieder Schnee ansagt, ne? Oder so. Das ist ja, morgen ist ja entsprechend warm und dann ist die Aussaat auch mit durch. Dann geht es nachher auch. Wenn der bombastisch Sonne scheint, da knallt der Boden die Temperatur gleich hoch. So. Ich denke, das ist immer neu hier. Aber KI-Fahrzeuge sind aus. Die haben mich neulich so geärgert. Beim Outright-Kurs einfahren, ungünstig. Wenn man was einfahren will, muss ich die ständig hin und wieder machen. Mal machen. Dann sollte es nicht. Ja. Das soll man nicht gerammt werden, ne? Dann ist der Kurs nämlich im großen ganzen Hügel. So. Ich wollte das zweite Gerät klar machen mit Unkrautbekämpfung. Ja. Wenn man was macht, und plötzlich ist man ganz andere Aufgaben konfrontiert. Ne? Also muss ich ja machen. Wenn einer Probleme meldet, muss man sofort reagieren, sonst geht es ja nicht weiter die Arbeit. Ne? Mal gucken, Of, 2, 25, 26. Ich glaub's nicht. Ich bin enttäuscht. So, hier entleeren. Ob das klappt? Das ist eine gute Frage. Wenn das nicht klappt, ja gut, dann haben wir Pech. Wo war hier der Punkt? Befüllung kann man starten, ja. Aber was nicht geht ist, ja, der Rohr ist gut, das ist das Rohr. Da. Ich befürchte, wir werden das sicherlich umkippen müssen. Ja, wir müssen. Den kann man nicht abkippen. Ja, ist ja äußerst ungünstig. Ich meine, gut, man kann mit denen auch die anderen Fahrzeuge befüllen, so not.
Wo ist der andere LKW? Mit dem Diesel? Vorbeigelaufen? Nö. Gut, ich wollte die Ballen pressen, ne? Dann machen wir das mal noch. Wir haben ein bisschen Zeit. 15, naja. Eigentlich ist keine Zeit mehr, aber gut. Den immer noch holen. Und den. Ja, dann muss ich den verkaufen. Dann kommen wir damit nicht klar. Grafikkarte 50%. Aufnahmeprogramm. Aber Fehlermeldungen sind keine, das ist gut. Das wird zu weit. Ich kriege ja hier wunde Füße. Da haben wir eben die Presse, die neue. Ich muss das Health-Pilz-Menü auf Tastatur umstellen. Da komme ich dauernd durcheinander hier. Das ist nämlich total irreführend hier mit Plus und. Ja. Das kann nur schief gehen, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon voll gewesen sein. Ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag. Ja, Sonntag ist heute auch für euch. Ja, hat wieder viel vergessen, Entschuldigung dafür. Ja, morgen geht es hier weiter mit Ballenpressen. Montag und Rest außerhalb fertig machen, ne? Und Kopfbekämpfung. Massiv. Und ja, halt die Frühlingsarbeiten, ne? Ja, dann noch tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen, wie gesagt, geht's weiter. Tschüss.